Er gilt als Mann der scharfen Töne, als Hau drauf mit Biss, als angriffslustiger Vertreter seiner Überzeugung. Laurenz Meyer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU. Wir trafen den 59-jährigen ehemaligen CDU-Generalsekretär im Glaselefanten im Maximilianpark. Wo fühlen Sie sich denn eher zu Hause, in Hamm oder in Berlin? Naja, in Hamm bin ich zu Hause und in Berlin ist mein Arbeitsplatz. Allerdings muss ich sagen, es ist auch, wenn man mehr wahrnehmen könnte von dem Kulturangebot zum Beispiel, ist es schon ein toller Arbeitsplatz. Was würden Sie sich denn in Hamm, gibt es da was Sie sich mehr wünschen würden? Ja, ich glaube schon, wir werden darauf achten müssen, der Lippesee war ja so ein Ansatzpunkt dafür, dass wir hier so die Freizeitbedingungen und den Lebenswert der Stadt ständig erhöhen. Da gibt es ja also vieles, was getan worden ist. Und ich hoffe, dass es auch keinen Rückschlag gibt durch den Lippesee und die Abstimmung dazu. Denn diese Bedingungen, unter denen man lebt, sind doch für die Bevölkerung und auch für Entscheider, die Arbeitsplätze nach Hamm legen, von immer größerer Bedeutung. Also Verkehrsanbindung und diese sogenannten Hintergrundinformationen, die man über eine Stadt hat, also über Freizeitwert und Lebenswert und so weiter. Das kommt schon heute alles dazu. Das müssen die Entscheider auch wissen. Ich habe den Eindruck, der Oberbürgermeister weiß es. Sie sind ja ein Mensch, der häufig vor der Kamera steht, aber oft sehr erhaben wirkt, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also Sie zeigen selten wirklich richtig Gefühl. Sie lachen viel, das schon. Verbietet sich das als Politiker von selbst, auch mal Betroffenheit zu zeigen oder so? Ja, es ist ja so, dass man immer nur so kurze Ausschnitte hat. Wenn Sie heute sehen, dass also das normale Statement im Fernsehen, wenn man interviewt wird, irgendwo in der Größenordnung zwischen 15 und 20 Sekunden beträgt. Und in der Zeit sollen sie also das Rentensystem oder die Gesundheitsreform erläutern oder Arbeitsmarktfragen behandeln. Da ist für Betroffenheit kaum Platz. Da sind sie also froh, wenn sie die Gedanken vorher so strukturiert haben, dass sie ihre Botschaft klar überbringen. Was mögen Sie denn an sich selbst am meisten? Auch das eigentlich, dass ich relativ locker bin, dass ich mich gut in Sachen einarbeiten kann und vor allen Dingen, dass ich eine Gabe habe, die in der Politik schon notwendig ist. Ich kann erstens nachts immer schlafen, egal was für, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, egal was für Probleme privat oder beruflich gerade anstehen. Und ich kann also von einem Moment auf einen anderen umschalten, von einem Thema zum anderen. Also wenn Sie also verschiedene Probleme am Schreibtisch liegen haben, Sie gehen jetzt von einem Gespräch ins andere, dass Sie dann also jeweils sich auf das Neue konzentrieren können und das, was vorher gemacht worden ist oder woran man vorher gesessen hat, das dann anschließend weiterzumachen, ohne dass es eine große Unterbrechung war. Man sagt Ihnen ja auch eine sehr kämpferische Sprechweise nach, ne? Ist das auch was Sie auszeichnet? Ja, ich versuche immer so zu reden, wie ich also im Alltagsbereich auch rede oder im Privaten. Eigentlich bürgernäher, ne? Naja, das ist vor allen Dingen verständlich, ja, und das ist ja schon mal, ich glaube, das ist die halbe Miete. Was mögen Sie denn an sich gar nicht? Tja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin manchmal zu empfindlich und knapse an Sachen rum, die also vielleicht gar nicht so wichtig sind. Aber ansonsten, und was ich also zu wenig Zeit gehabt habe, als meine Kinder klein waren, das hängt mir nach wie vor ein bisschen nach. Wie würden Ihre Gegner Sie einschätzen? Naja, ich glaube schon, dass sie allermeistens zumindest so professionell gesprochen Respekt haben vor dem, was ich also in der Politik mache. Und ich glaube, die allermeisten werden mir auch unterstellen, dass ich Ahnung habe von dem, was ich also in der Politik da verarbeite. Fürchten die Sie auch? Ach ja, vielleicht der ein oder andere. Ich weiß also, dass zum Beispiel mal mir von Fernsehsendern gesagt worden sind, ist, dass also da manche Leute, wenn sie hören, dass ich in die Fernsehsendung komme, dann nicht so gerne kommen. Und zwar deshalb, weil sie irgendwie den Eindruck hatten wohl, dass sie da nicht so besonders gut aussehen könnten. Aber neben Ihnen? Ja, also in der Diskussion vielleicht. Ja. Aber ich habe das immer für übertrieben gehalten, weil ich das Quatsch finde. Es geht ja darum, Argumente auszutauschen und die Argumente, glaube ich, machen die Kollegen genauso gut. Ja. Haben Sie denn manchmal das Gefühl, vor allen Dingen nach der Lohnaffäre, dass manche Menschen noch immer vielleicht ein falsches Bild von Ihnen haben? Naja, wissen Sie, wenn in den Zeitungen da so groß irgendwelche Geschichten behandelt werden, die sich hinterher als falsch rausstellen und diese Korrektur, die kommt dann also so klein,
So nach dem Motto Gewinner des Tages in der Bild-Zeitung hat sich alles aufgeklärt. Bild meint herzlichen Glückwunsch, so war es ja. Und als das dann untersucht worden ist und sich herausgestellt hat, dass das alles völlig korrekt war, da wünscht man sich schon, dass also die Leute das dann auch wahrnehmen und nicht nur die ersten Meldungen. Aber ich habe nun lange genug, also an führender Stelle, Politik mitgemacht, um zu wissen, wie es abläuft. Tut es denn ein bisschen weh, wenn man nicht mehr so ganz in der ersten Reihe mittanzt? Ach, wissen Sie, dieses Generalsekretär sein, ich habe das ja 4,5 Jahre ungefähr gemacht. Das ist für so eine Aufgabe eine verdammt lange Zeit. In der Zeit waren bei der SPD 3, die gegangen sind, bei der FDP 2 und ich glaube, das kann man alles nur eine begrenzte Zeit machen. Und das, was ich jetzt mache, also Wirtschaftspolitik für die CDU-CSU, das ist ja das, was mir auch ein bisschen auf den Leib geschrieben ist. Ich habe es ja früher auch schon im Landtag gemacht. Es hat irgendwo in einem Forum mal gestanden, Sie predigen Wasser und ordern Shampoos. Nein, das ist wirklich Quatsch. Sogar moralisch ist es also, nachdem es untersucht worden ist, ja also sogar von der nordrhein-westfälischen Justiz geschrieben worden, dass ich also nicht nur, dass alles rechtlich in Ordnung war, sondern dass es auch nicht unangemessen war. Ich habe halt früher in meinem Beruf erheblich mehr Geld verdient als heute in der Politik. Ich glaube, dass das viele Leute auch gar nicht begreifen können. Warum macht eigentlich jemand sowas? Dass er jetzt Bundestagsabgeordneter ist, obwohl er früher viel mehr Geld verdient hat, möglicherweise in seinem Beruf auch heute noch mehr Geld verdienen könnte. Aber ich glaube, erstens, Geld ist nicht alles und die Aufgabe macht mir sehr viel Spaß und ich habe es auch angefangen. Ob ich das, wenn ich also damals in meinem Beruf und in der Karriere geahnt hätte, was für Verwicklungen das auch manchmal gibt in der Politik, ob ich das dann nochmal so machen würde, das ist eine ganz andere Frage. Wie wichtig war Ihnen denn in der Zeit damals, auch so nach dem Rücktritt, der Wahlkreis in Hamm? Ja, nun, das ist die Basis, nicht? Und hier gab es natürlich auch eine Reihe von Leuten, die sich also durch Presseberichterstattung haben beeinflussen lassen oder Fernsehen. Aber es gab natürlich auch viele, die einfach wussten um meine berufliche Situation damals, die sich auskannten und die gesagt haben, komm her, also das ist ja so ein Quark, haben wir noch nie gelesen. Also das war schon sehr hilfreich. Ich habe jetzt ein paar Fragen und würde Sie bitten, ganz spontan zu reagieren, ja? Müssen Sie, als Politiker sind Sie das ja wahrscheinlich gewohnt. Ja. Gab es für Sie als Kind eine Heldenfigur? Nein, ich glaube aber, dass mein Vater durchaus damals sowas war, wie eine Art Vorbild. Ich wollte auch zum Beispiel damals wie selbstverständlich Arzt werden, weil mein Vater Arzt war. Und ich habe also schon in der Schulzeit in meinem Krankenhaus gearbeitet, Praktikum gemacht und habe da auch eine ganze Menge gesehen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich ein guter Arzt geworden wäre. Konnten Sie kein Blut sehen? Doch, doch, das hat mir nichts ausgemacht. Also, wenn ich könnte Ihnen Erlebnisse erzählen aus dem Krankenhaus. Machen Sie doch mal. Da war damals, ich habe mal in dieser Zeit im Praktikum, war ich dabei, als ein Bein amputiert worden ist. Und es hat mir eigentlich so viel gar nicht erst ausgemacht, das mit anzusehen und so zu gucken. Erst als man mir das Bein so in die Hand gegeben hat, dass das dann das so rüberklappte und der Rest Blut so über mich haben, da habe ich also dann doch weiche Knie gekriegt. Mit wem würden Sie denn gerne mal einen Monat tauschen? Ich glaube, ich würde gerne mal tauschen mit jemandem, der also in einem mittelständischen Betrieb zuständig ist und möglichst in allem, wo es richtig abgeht. Was zum Beispiel, Handwerk oder so? Ich meine in erster Linie so ein Familienunternehmen. Das sind nämlich die Unternehmen, die in Deutschland das Wirtschaftsleben prägen, um sich dann noch besser reindenken zu können, was da an Entscheidungen also getroffen werden muss und wie schnell die Leute sein müssen im Kopf und in ihren Entscheidungen, um unter so Weltmarktbedingungen, wie wir sie heute haben, so ein Unternehmen möglicherweise mit 200, 300 Leuten zu einem Weltmarktführer zu machen. Das sind ja die Unternehmen, die Deutschland wirklich im Moment tragen. Wem würden Sie einen Orden verleihen? Ich denke mal, das ist also im anonymen Bereich, die also da helfen, sich engagieren in karitativen Zwecken oder auch bis hin zum Tierschutz und solchen Bereichen. Solche Leute, da gibt es also viele, die wirklich einen Orden verdient hätten. Gibt es Dinge, denen Sie überhaupt nicht widerstehen können? Sie werden sich jetzt wahrscheinlich wundern darüber, aber ich habe also ein Faible für Eintopfgerichte. Also, ich habe gehört, Sie mögen lieber Spaghetti. Ja, Spaghetti oder also einfache Gerichte. Aber zum Beispiel, wenn es irgendwo in der Kantine Eintopf gibt, dann könnten die da, was weiß ich, was an Fleisch oder so haben. Ich nehme bestimmt den Eintopf. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet und vielleicht können Sie mir die vervollständigen. Oh je. Ja, das können Sie. Das bin ich ganz sicher, Herr Leier. Kürzere Babypausen sind eine Möglichkeit?
für Frauen schneller in den Beruf zurückzukehren. Und wir haben in Deutschland noch einen riesen Nachholbedarf für Frauen in solchen Führungspositionen. Und wenn Sie mal sehen, dass also die durchschnittliche Rückkehrdauer, das war ja Ihre Frage, in den Job in Deutschland für Frauen nach der Kinderpause 29 Monate ist. 29 Monaten hat man manchmal den Anschluss schon verloren. Also ich finde einfach, wir müssen den Familien Wahlmöglichkeiten schaffen, dass man sich wirklich entscheiden kann, im Beruf zu bleiben oder nicht. Der Lippesee wäre für Hamm eine richtige Bereicherung gewesen und ein Fund an Infrastruktur. Ich bedauere das sehr, dass die Volksabstimmung so ausgegangen ist, aber man muss das akzeptieren. Es tut mir besonders weh, wenn ich sehe, ja, wie wenig Leute also die diesen Optimismus haben, was ihre eigene Situation angeht und sich da reinhängen. Und vor allen Dingen, dass wir es im Moment nicht mehr schaffen, die so ein bisschen benachteiligt sind, wirklich in den Arbeitsplätzen, bei den Arbeitsplätzen unterzubringen. Frauen sind was Wunderbares, besonders weil sie? Wenn sie meine Töchter sind, besonders. Ja, dann sind sie besonders wunderbar. Ich habe ja 4 Töchter. Ich muss also wirklich sagen, dass für einen Vater, glaube ich, sind Mädchen also wirklich was ganz Tolles. Sie haben ja auch so schicke Titel bekommen. Der Stern nannte Sie mal den Feiermeier, den Frauenflüsterer. Wir wissen, wie das entstanden ist mit dem Frauenflüsterer. Ich kann nicht Ihnen sagen, der Michael Gloß ist bei einer Veranstaltung, da ging es um das goldene Lenkrad von der Bild-Zeitung, einer Autoveranstaltung, gefragt worden von einer Bild-Redakteurin. Sagen Sie mal, hat der Lorenz Mayer eigentlich Einfluss auf Angela Merkel? Und daraufhin hat der Michael Gloß zu der gesagt, der Lorenz Mayer, der hat Einfluss auf Angela Merkel, das ist ein richtiger Frauenflüsterer. Dann hat die das in diesen Artikel reingeschrieben und das haben dann Stern und andere also nachgeschrieben. Und dieses mit dem Feiern, das finde ich also, ist einer meiner Lieblingssprüche übrigens. Also wer Feste arbeitet, soll auch Feste feiern. Ich bin ja hier früher sehr gerne zum Beispiel zu den Schützenfesten gegangen und so. Ich bin ja auch noch Mitglied in 7 Schützenvereinen hier in der Stadt. Das kommt alles in Berlin eher zu kurz. Nur wenn man dann also ein bisschen bekanntes Gesicht hat, dann taucht man also auf den Fotos auf, selbst wenn man nur 3-mal im Monat irgendwo hingeht. Ich finde es eigentlich viel schöner wie in Hamm, wenn man also da auch mal irgendwo hingehen kann, feiern, ohne dass das gleich in der Zeitung steht. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich würde Ihnen doch gerne das Schlusswort überlassen. Naja, also ich würde gerne sagen, dass wir also mit unserer Stadt hier doch mit der Entwicklung sehr zufrieden sein können.